Ist Sterben so schön? Es wurde damals zur Leidenschaft, das Sterben. Die Polizei musste nicht nachforschen. Die Spitzel brauchten nicht zu denunzieren. Die Richter mussten keine Zeugen verhören. Alles drängte sich ins Prätorium, um sich selbst anzuzeigen. Die Folter konnte nichts aus den Leuten herauspressen, was sie nicht selbst freiwillig und vorher schon gestanden, nein, herausgerufen hätten. Schon war es, als würde nur gefoltert, um die Leute vom Gestehen abzuhalten, um ihnen vor dem Geständnis Angst zu machen. Dem Zug der zum Tode Verurteilten schlossen sich oft genug Passanten an, die gleichfalls die Vergünstigung eines grausamen Todes zu erlangen hofften. Die Raubtiere im Zirkus waren satt. Sie bissen nur noch aus Langeweile zu und ließen die Blutenden dann angewidert liegen. Viele hatten solchen Sterbensmut, dass sie den Schwächeren davon abgeben konnten. Liebespaare, Mütter und Kinder, Brüder und Schwestern, Freunde mahnten sich gegenseitig zur Tapferkeit. Wer andere sterben sah, wurde noch eifriger, endlich selbst auch sterben zu dürfen.